Liebe Avatarinnen und Avatare, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitmenschen und nicht zuletzt alle Medienschaffenden, Journalisten und was es da sonst noch so alles gibt. Second Life. Second Life, die älteste und bekannteste, immer noch bekannteste Welt der Virtual Reality, der VR, oder wie sagt der Engländer, weiß ich jetzt nicht, egal, aufgepasst, aufgemerkt. Jetzt im Oktober, 10. Monat von 2012, Oktober, 19, am 19., das ist ein Freitag, und das geht dann bis Sonntag, ja. Ja, also Insane Life ist das, genau. Und zwar, das heißt Festival der Liebe. Also, nicht was Sie jetzt vielleicht denken, kein Schweinkram, nichts dergleichen. Zweiter Gedanke, zweite Assoziation, diesen hier und so, ne, also, jo, ne, und Love and Peace und diese Dinge, ne? Festival der Liebe, nein, den Namen, man kann das ja auch abkürzen, ne? Man kann ja sagen, FDL hat mit FDH dann nichts zu tun und ist ja auch nur virtuell. Was heißt virtuell? Es kommen, ich weiß nicht, also 40, 50 Künstlerinnen und Künstler auch, ja, schon. Und es gibt Ausstellungen mit Fotos, es gibt Gemälde, die also im sogenannten realen Leben gemalt wurden und die dort jetzt ausgestellt werden. Es gibt Lyriklesungen, meine Wenigkeit ist da auch beteiligt und bei mir auf The Sims sind noch weitere Veranstaltungen des FDL, des Festivals der Liebe 2012 im Oktober diesen Jahres, also bald. Da sollte man unbedingt kommen, wer schon immer mal nach Second Life wollte und dann die üblichen Fakten, ne, Sie verstehen, Fakten gehört hat, Second Life gibt es schon lange nicht mehr, Second Life ist tot und mindestens tot. Nee, ist eben nicht, ne? Es sind einige von den Firmen sind wieder raus, aber ich sag da mal jetzt, also, ne? Ja, Kultur, Kunst und Kultur, Literatur, Lesungen finden auch statt, Krimi-Lesung, Science-Fiction, Lyrik, es wird wirklich unheimlich viel geboten, Live-Konzerte aller Art, sehr schöne Musik, der verschiedensten Art, an den drei Tagen, da boxt wirklich der virtuelle Papst. Ne? Eine Richtige wäre auch nicht schlecht, aber immerhin, ne, also ich kann das nur jedem empfehlen, die Herren und Damen oder umgekehrt Journalisten und Medienvertreter, kann ich sagen, es wird vielleicht mal wieder Zeit, ne, 2007 ist ja nun vorbei und 2008 mit diesen Tagen an Abstand könnte man doch mal wieder selbst kommen und nachschauen. So nach dem Motto, was wie Kultur, das gibt es ja gar nicht, das ist bestimmt nichts. Aber ich gehe halt mal gucken, ne? Nicht, dass man nicht sagen kann, ich wäre jetzt selber gar nicht da gewesen. Ne? Wäre noch ein Grund, ein Anlass, und so weiter. Es findet auf sehr, sehr vielen Sims statt. Wer Informationen braucht, kann die gerne bekommen von mir, von einem der vielen, vielen, vielen anderen Veranstalterinnen und Veranstaltern. Und auch im Flachnetz gibt es, also im normalen Internet ohne 3D, ne? Aber immerhin, auch da gibt es jede Menge Informationen. Ne? Und die kann man finden, wenn man sie sucht, aber meistens nur, ansonsten wäre das Zufall, ne, wenn man sie trotzdem findet. Ne. Ich meine, ohne dass man sie sucht. Ne. Ja, also wie gesagt, immer dran denken, ne, also
immer dran denken, nix Hippie Flower Power, ne? Kann zwar mal vorkommen, ne? Aber ist nicht jetzt so, ne? Und so weiter, und Schweinkram auch nicht, ne? Also immer wenn sie mal mit Schweinkram zu tun haben oder hätten, denken sie mal dran, ach ja, ich wollte ja noch nach Second Life spätestens am 19. Oktober, oder aber wenn sie doch mal wieder was an früher denken, ne? Flower Power, sagen sie mal, oh ja, Kultur, ne? Und Musik und überhaupt. Und also jetzt habe ich ja genug gequasselt. Ich weiß. Nichts für ungut. Also die Beleuchtung ist ein bisschen, ja, ist auch schon ausgefallen. Jetzt hier ist kaputt, ne? Also ich meine, ich wünsche jetzt mal allen, ich habe noch eins, Ersatz, ne? Das ist praktisch. So, alles Gute, ne? Alles Gute in allen Welten, ne? In allen Welten, alles Gute. Ich würde mich freuen, Sie zu sehen, euch zu sehen, wer Hilfe braucht beim Account anlegen. Es kostet nichts, ne? Second Life kostet nichts. Mehr als Basic braucht man nämlich nicht. Und das Festival der Liebe, das kostet natürlich auch nichts. Nur Ihre und eure Aufmerksamkeit. Alles Gute in allen Welten. Muss Tom noch.